Ja, und damit willkommen zum einem weiteren Part von 7 Endgame. So, ich habe da den Blödsinn mal wieder gehackt, weil irgendwie keiner dazu in der Lage ist, es mir einfach normal zu schicken. Freundschaft stirbt niemals, das konntest du mir nicht einfach so sagen, ne? Ich nehme an, das ist der tote Tom. Dafür, dass der in einer Explosion gestorben ist, sieht er aber noch ganz schön gut aus. Dafür, dass die Leiche eigentlich sogar verbrannt ist und man erstmal noch autopsieren musste, wer das ist, sieht er hier jetzt gar nicht mal so grässlich entstellt aus, wie man es von einer Brandleiche denkt. Das Spiel ist eröffnet. Das ist freundlich. Was zur Hölle soll der Mist? Tom ist tot, er ist verbrannt. So sagt man. Bist du dir da so sicher? Wenn du mich so fragst? Keine Ahnung. Schick mir einen Beweis. Noch etwas Geduld, mein Freund. Alles zu seiner Zeit. Okay. Wir haben ja Zeit. Wolf, bist du da? Abgesehen von dir habe ich nämlich keine Freunde. Deswegen muss ich immer dir als allererstes schreiben. Jipp, hat er geantwortet. Ja, und dieses Foto geschickt. Tom, er ist noch am Leben. Forever hält ihn gefangen. Das wäre unglaublich, aber Fotos sind zeitlos. Das könnte vor Wochen gemacht worden sein. Du hast recht, wäre ja nicht seine erste Lüge. Nein, ich spüre es. Tom ist am Leben. Also, wenn Tom am Leben ist, dann wäre das voll der geile Plot-Twist. Irgendwo, irgendwie, vielleicht. Aber nein, ich spüre es. Tom ist am Leben, finde ich eine total dumme Aussage. Warum jetzt? Warum spüre ich das jetzt erst? Weil irgendeiner die Vermutung in den Raum geschmissen hat. Vorher war der tot und jetzt hat er behauptet es einfach einer dann so, nee, er ist am Leben. Ich würde das trotzdem sagen, weil ich davon ausgehe, dass der Wolf, der grandiose Hacker, irgendwie rauskriegen kann, wann das Bild gemacht worden ist. Aber ich glaube, er wird mir jetzt eher sagen, dass ich mir was zurechtspinne. Okay. Oder er stimmt mir eventuell zu. Ich hoffe wirklich, du hast recht. Trotzdem, ich biete es dir nochmal an, dass ich die Bullen für dich alarmiere. Nein, das Risiko ist einfach zu groß, vor allem wenn es um Toms Leben geht. Wenn! Betonung liegt hier auf wenn. Also die Story entwickelt sich auf jeden Fall aber schon mal schneller als im ersten Teil. Der erste Teil hat ziemlich lahmarschig angefangen. Okay, ich gucke mich mal im Netz um, ob ich etwas zu dem Mord oder zu Toms Verbleib finden kann. Es hieß, sie haben eine Brandleiche gefunden und diese Brandleiche wäre er, also Tom, aber man kann ja auch. Kann man Brandleichen fälschen? Weiß ich nicht. Bestimmt. Wenn man Tom alle Zähne zieht und der Brandleiche wieder einsetzt. Oder so ähnlich. Forever behauptet jetzt, Tom in seiner Gewalt zu haben. Er könnte also noch am Leben sein. Da fällt mir mal gerade etwas ein. Der im letzten Part vom ersten Teil sieht man ja nach den Credits noch einen Chatverlauf von ihr, von dieser Annalena und von Tom. Und ich dachte, das wäre ein Bug. Ich dachte, das wäre ein Fehler, ein Spielfehler, dass da Tom steht, die schreibt eigentlich mit dem Bibelmörder. Und da wiederum habe ich dann gedacht, das ergibt keinen Sinn. Aber warum sie mit Tom schreibt, hätte ich halt auch ums Verrecken nicht so ganz verstanden. Jetzt gerade fällt mir spontan ein, das könnte ja Sinn ergeben. Vielleicht wird er gar nicht gefangen gehalten, sondern er versteckt sich einfach bei ihr. Oder so, weil die irgendwie zusammen sind oder so. Wir wissen auf jeden Fall vom Ende des ersten Teils, dass mit ihr irgendetwas ist.
Wir wissen jetzt nicht, ob was Gutes oder Schlechtes, aber irgendwas ist es. So, bitte melde dich, wenn du das liest. Oh! Diese dämlichen Reporter, die einfach kein Nein akzeptieren. Mir ist bewusst, dass meine Absicht, ein Buch über die Morde zu schreiben, keine Begeisterungsstürme bei Ihnen weckt. Ja, weil ich habe meine Meinung dazu im letzten Part schon gesagt. Wenn jemand über so etwas ein Buch schreiben sollte, dann jemand, der es mitgekriegt hat und nicht irgendjemand Außenstehendes. Dass jemand Außenstehendes kann ein Buch schreiben, wenn der Fall, keine Ahnung wie alt ist. Alt eben. Wie alt ist der Fall jetzt hier? Ungefähr eine Woche, zwei? Also so weit nach so einen weiten Sprung nach vorne haben wir hier in dem Spiel nicht gemacht. Also, warum belästigen Sie mich dann schon wieder? Ich bin jetzt aber so kackend dreist, weil so sind wir Reporter nun mal. Naja, sie ist wenigstens ehrlich. Der Garrett im ersten Teil war auch so. Der war richtig penetrant. Und ich habe es mir immer mehr mit dem verkackt. Und ich habe irgendwann gedacht, das ist wahrscheinlich Absicht. Und später im Spiel brauchst du den. Und nö, man hat ihn nicht gebraucht. Von daher gehe ich mal davon aus, wird es hier nicht viel anders sein. Und es hat sich etwas Neues ergeben. Ich habe von einer weiblichen Leiche erfahren, die hier in der Gegend gefunden wurde. Applaus, du guckst Nachrichten. Und ich glaube, dass diese mit dem Bibelmord in Zusammenhang stehen könnte. Applaus, Sherlock. Wie kommen Sie darauf? Ja, wie kommst du nur da drauf? Bei der Toten wurde ein Zettel gefunden, auf dem irgendwas mit sieben Spiele stand. Für Tiefenbrunner hatte diese Zahl auch eine große Bedeutung. Es könnte also alles wieder von vorne beginnen. Wow, bist du davon alleine drauf gekommen oder hattest du Hilfe dabei? Da wäre ich ja nie drauf gekommen. Das wird Zufall sein, jetzt lassen Sie mich in Ruhe. Sie sollten die Ermittlungen der Polizei überlassen. Hören Sie jetzt bitte auf, mich zu belästigen. Sorry, ich habe genug anderes um die Ohren, also lassen Sie mich bitte in Ruhe. So. Das ist eine relativ neutrale Aussage und es kommt sogar das Wort bitte vor. Das ist ja wohl noch meine Entscheidung. Hä? Aber schön, ich lasse Sie in Ruhe. Bloß sagen Sie im Nachhinein nicht, ich hätte Sie nicht gewarnt. Also, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, ist es, an einem Tatort rumzuschnüffeln und die Polizei bei den Ermittlungen zu behindern, eine Straftat. Aber ja, mach was du willst. Ich überbringe nur ungern schlechte Kunst, aber es war wohl tatsächlich keine Finte von Forever. Schau, was gerade über den News-Ticker kam. Ja. Ich dachte jetzt geht's um, ob Tom noch lebt oder nicht. Und das hat er mal eben gerade im Internet rausgefunden. Und nur er weiß es und sonst keiner. Aber nee. Wer ist das Sieben-Spiele-Opfer? Nackte Frauenleiche gefunden. Grausamer Mörder, noch auf freiem Fuß. Von PDG, neues Zeitungsblatt. Kenne ich. Es liegt erst kurze Zeit zurück, dass der sogenannte Bibelkiller, Religionslehrer Horst T., gestoppt werden konnte. Ihm waren insgesamt sechs seiner ehemaligen Schüler zum Opfer gefallen. Heute erschütterte ein weiterer brutaler Mord die Gemeinde. Im Park wurde der entblößte Leichnam einer jungen Frau gefunden. Der Körper der Toten wies mehrere Stichverletzungen auf. Polizeikreisen erfuhren. Warte, was? Polizeikreisen erfuhren. Wurde bei der Obduktion. Ich glaube, unter dem Bild geht der Text eigentlich weiter. Irgendwie klingt das komisch. Wurde bei der Obduktion ein Hinweis des Mörders entdeckt. In der Mundhöhle der Frau hatte der Täter einen Zettel mit der Aufschrift „Mögen die sieben Spiele beginnen“ platziert. Laut Kriminalpolizei ist ein sexuell motiviertes Verbrechen nicht auszuschließen.
Einen Raubmord hält Hauptkommissarin Hannah Feist jedoch für unwahrscheinlich. Die Brutalität, mit der die Frau getötet wurde, spricht für ein Hassverbrechen, für ein persönliches Motiv. Sie wird kein zufälliges Opfer sein. Einen Zusammenhang zu den Bibelmorden sieht Hannah Feist jedoch nicht. Die Identität der jungen Frau konnte bisher noch nicht geklärt werden. Ebenso gibt es aktuell keine, und das ganz unten kann ich nicht mehr lesen. Ach so, im Park. Okay, ich dachte gerade schon, irgendwas stimmt hier nicht. Aber nee, passt. Das kann doch alles nicht wahr sein. Das kann doch alles nicht wahr sein. Da bin ich jetzt so schockiert drüber, dass ich gar nicht mehr aufhören kann zu tippen. Deswegen sein. Doch, sieht ganz so aus. Und ich zitiere aus dem Bericht: Hält Hauptkommissarin Hannah Feist für unwahrscheinlich. Ich habe das auch gelesen. Man kann es sogar jetzt noch sehen. Sagt nicht, sie leitet wieder die Ermittlungen. Die wird sich dann doch bald bestimmt bei mir melden. Trauerlicherweise ja. Sie war mir damals schon nicht koscher. Und sollte sie tatsächlich eine Verbindung zum Tiefenbrunner Fall sehen, stehen wir ratzfatz wieder auf ihrer Täterliste. Was totaler Bullshit wäre. Aber ja. Ich kann einfach nicht glauben, dass es wieder von vorne anfängt. Shit, Garrett und Lacey sind schon auf dem Weg. Weiß gar nicht, wie ich denen die heile Welt vorspielen soll. Warum vorspielen? Die haben doch nichts zu befürchten, oder? Ablenkung wird dir wahrscheinlich sogar gut tun. Ich freue mich derweil mal mit dem Polizeiserver an. Mal sehen, was der so ausspuckt. Mach dort, Medium, mach dort, mach dort. Gönn dir. Gönn dir Polizeiserver. Das hatten wir ja erst im ersten Teil das Thema. Da haben wir auch nur eine auf den Sack gekriegt für. Tut mir leid, ich hatte gerade einen Klienten und konnte deine Nachricht erst jetzt lesen. Wie? Tom könnte noch am Leben sein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du das weißt. Ja, ich habe zwar noch keinen Beweis, aber Forever behauptet, ihn in seiner Gewalt zu haben. Das wäre einfach unglaublich. Aber solange es noch keine Beweise gibt, solltest du dir nicht zu große Hoffnungen machen. Aber wenn Tom noch am Leben ist, wer war dann die Brandleiche? Die muss ja auch irgendjemand gewesen sein. Der Tiefenbrunner war es ja nicht. So, was man ja am Anfang dachte, dann kam der Plot-Twist, dass er es Tom ist. Und jetzt der Plot-Twist, Tom ist doch nicht die Brandleiche. Also, jetzt frage ich mich mehr, wer die Brandleiche ist. Es ist ja recht unwahrscheinlich, dass die Polizei solch einen Fehler begangen hat. Wer weiß, was wirklich dahinter steckt. Ach, das wäre nicht das erste Mal, wenn die das machen. Also, die Polizei ist nicht perfekt, auch die macht Fehler. Ich gebe mir Mühe, aber ich bräuchte auch mal deinen Rat. Gleich kommen Garrett und seine Freundin und ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Ich spreche gleich zusammen. Wie soll ich es denn schaffen, ruhig zu bleiben? Schreib noch mehr Wörter, so wie sein. Schreib mehrere Wörter hintereinander, das hilft anscheinend. Wir machen das jetzt so. Wenn die beiden da sind und du merkst, dass sich eine Panikattacke anbahnt, zieh dich an einen ruhigen Ort zurück und atme tief ein und aus. Wenn das nicht hilft, scheu dich nicht, mich anzurufen. Okay. Dankeschön, euer Lena. Was würde ich schon ohne dich tun? Wahrscheinlich nicht an einem ruhigen Ort ein- und ausatmen. Würde ich mal sagen. Keine Ursache, ich bin da, wenn du mich brauchst. Okay. Das ist unfassbar. Das auch. Man spielt hier anscheinend einen sehr attraktiven Typen, der in einer Familie anscheinend besonders gut ankommt. Da die Schwester anscheinend auch was von unserem Charakter hier möchte. It's me again, sehe ich. Sitzt ganz allein im Hotelzimmer und hab nichts zu tun. Ich weiß, du wolltest momentan kein Treffen, aber hättest nicht doch Lust? Na? Oh, bitte. Wenn du nichts zu tun hast, kauf dir eine PlayStation, das hilft. Ich sagte doch, ich kann das nicht. Ist gerade ungünstig, hab Besuch. Das klingt dann aber so, wenn der Besuch weg ist, dann hätte man ja wieder Zeit. Dann brauche ich wieder eine neue Ausrede. Deswegen sage ich einfach direkt, ich kann das nicht. Natürlich verschlechtert sich dadurch wieder alles. Aber ich bin ein treuer Mensch.
Na toll, ich bin nicht mal eine Stunde in der Stadt und krieg gleich zweimal einen Korb. Naja, was soll's. Warte, ich lese erst mal vor. Ich hatte übrigens während der Zugfahrt zum Hotel endlich mal Zeit, meine Fotogalerie zu entschlacken. Aus über 400 Pics wurden knappe 50. Soll ich dir einen schicken? Ist mir ehrlich gesagt egal. So, aber jetzt mal ganz im Ernst. Sie ist noch nicht mal seit einer Stunde in der Stadt und hat mich innerhalb von dieser einen Stunde zweimal angebaggert. Und ich lehne die beim ersten Mal ab. Und in weniger als einer Stunde versucht die es ein zweites Mal und ist überrascht davon, dass es wieder nicht funktioniert hat. Also, noch nicht mal eine Stunde, ja? Das sind weniger als 60 Minuten. Das ist nicht gerade lang. Als ob ich innerhalb von, was weiß ich, ein paar Minuten meine Meinung ändere. Warum sollte ich das machen? Das wäre doch totaler Bullshit. Soll ich dir einen schicken? Kannst du machen oder? Hab keine Zeit für sowas. Kannst du machen? Was schickt die denn so? Super, da freut die sich drüber. Okay. Also, du hast die Wahl zwischen einem Foto mit meiner Kitty oder einem speziellen, wenn du verstehst, was ich meine. Ich nehme gern das Spezielle. Als Mann würde man das wahrscheinlich sagen. Das wäre aber gemein. Leo mag Katzen. Besser das mit dem Kätzchen. Leo mag Katzen. Nee, lieber das mit dem Kätzchen. Es wollen wahrscheinlich alle das andere sehen, aber dann ist man ja wieder untreu. Langweiler. Schick doch einfach beide. Ist mir egal. Das mit dem Kätzchen. Ja, das Kätzchen ist doch süß. Was will man lieber sehen? Alle würden jetzt schreien, eine nackte Frau. Ganz ehrlich, wir werden dem Spiel sowieso keine nackte Frau zu sehen kriegen. Das Spiel hat eine FSK 12 Einstufung. Und Katzen sind dann süß. Was hätte die mir denn für ein spezielles Bild geschickt? Wahrscheinlich wieder nur ihre Beine oder sowas. Wie ihre Schwester im ersten Teil. Also auf Nacktheit braucht man hier nicht hoffen, dann gucken wir lieber Katzen. Nur um die enttäuschten Männer, die jetzt so. Ja, warum hast du dich jetzt nicht für das spezielle Bild entschieden? Weil das spezielle Bild nicht das zeigen wird, was alle hoffen zu sehen. Guckt, wie gesagt, guckt 7, tödliche Offenbarung. Da passiert in etwa das Gleiche, nur mit dem Unterschied, ich werde nicht gefragt. Da könnt ihr dann das spezielle, ich setze speziell in Anführungszeichen, das spezielle Bild sehen. Es ist nicht so speziell, wie man denkt. Süß, danke und wie findest du meine Katze? War klar, dass die Antwort kommt. Die Katze war eigentlich gemeint. Du, ich muss mich erstmal wieder um meine Gäste kümmern. Meld mich später. Okay, bis dann, Süße, Alter. Warum passiert mir das wirklich zweimal, dass sich die Frauen hier an diesen Charakter ranschmeißen, obwohl er in einer Beziehung ist? Wenn man nicht in einer Beziehung wäre hier in dem Spiel, dann wäre mir das kackegal. Dann würde ich da wahrscheinlich sogar voll drauf einsteigen. Aber wenn man in einer Beziehung ist, dann nicht. Hey Schatz, hab grad Pause. Da sehen wir noch das süße Wolfsbild. Das ist wirklich sehr schön. Du wirst es kaum glauben, das Fotografieren macht mich momentan noch hungriger als sonst. Ah, nicht die Schwangerschaft, das Fotografieren. Ich könnte den ganzen Tag nur ans Essen denken. Das sind bestimmt die ersten Anzeichen dieser verrückten Hungergelüste. Oder die hat einfach voll die geile Pizza gegessen und dann, ja, hat man einfach Bock auf noch mehr geile Pizza. Christ hat ein Beweisfoto gemacht. Ich würde jetzt mal grob behaupten, das ist ein Burger vom McDonald's. Beiß doch einfach rein. Warum hältst du den lachend vor deinem Mund? Oh Mann. Darauf hätte ich jetzt auch Lust. Du hast aber schnell einen Ersatz für mich gefunden. Du gibst ihm schon dein Handy? Was dir einfällt, komm du mir nach Hause. Nee. Wir sind ja kein eifersüchtiger Mensch. Was meint er mit, worauf er Lust hätte? Also auf den Burger. Also ich persönlich hätte den, würde den Burger haben wollen. Die Zookantine ist übrigens gar nicht schlecht. Ich habe Chris als Dankeschön für seine Hilfe auf ein Sandwich eingeladen. Waren eigentlich Garrett und seine Freundin schon da? Sie sind noch hier, voll auf Kuschelkurs. Wir haben aber fast alles geschafft.
Ja, dann lad du ihn mal auf ein Sandwich ein. Ich bin so neugierig. Du musst mir später unbedingt alles erzählen. Ich esse jetzt mal schnell auf und dann geht's schon weiter. Bis später, Schatz. Ja, bis später. Wenn du mir untreu wirst, Fräulein. Ich will nur an der Stelle kurz erwähnen, ich kann das auch. Lass uns das Spiel beginnen. Du wirst es jedoch nicht alleine spielen. Nein? Schon bald werde ich dir die Werkzeuge in die Hand geben, um Doms gute Seele zu retten. Sein Leben liegt in deinen Händen. Okay, machen wir. Dann gib mir mal die Werkzeuge. Befolge meine Regeln und Tom wird leben. Erstens, du verlässt nicht das Haus. Schön, dass du das jetzt sagst. Zweitens, du löst alle Aufgaben und setzt nicht aus. Okay. Drittens, niemand ruft die Polizei. Viertens, du wirst Leo nicht informieren. Sonst noch was? Missachtest du eine der Regeln, wird Tom in diesem Raum vermodern. Und ich werde jeden, der dir etwas bedeutet, aufschlitzen. Dir ist bewusst geworden, welche Auswirkungen ein Regelbruch mit sich ziehen würde. Ist mir das? Hat er das? Hat er mir das bewiesen? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Mit zweitens habe ich eventuell ein Problem, aber das wird die Zukunft zeigen. Aber interessant ist, niemand ruft die Polizei. Okay, niemand ruft sie an. Er hat nicht gesagt, wenn die Polizei mich anruft, dass ich denen dann alles erzähle. Das hat er nicht gesagt. Also das darf ich. Und ich werde Leo nicht informieren. Okay, mache ich nicht. Aber dann informiere ich halt eben alle anderen. So. Also deine Regeln sind nicht gerade speziell. Da sind sehr viele Lücken drin, wie man sie umgehen kann. Ja, mach. Mach mal. Zocken wir eine Runde. Braver Junge. Dann kann es ja losgehen. Ja. Du willst ein Lebenszeichen von Tom? Dann löst die erste Aufgabe. Och, du bist so ein Penner. Das ist nicht die erste Aufgabe, ist schon die fünfte oder so. Nö. Na gut. Machen wir das schnell. So, fertig. Fertig gehackt. Ja, zeig mir jetzt das supergeile Bild. Ja, zeig mir die supergeilen Metadaten. Manchmal ist es notwendig, den Blickwinkel zu ändern, dann offenbart sich die Lösung. Ozl das Pex zakukum. Blickwinkel ändern heißt also, ich soll wahrscheinlich nicht so rum aufs Bild gucken, sondern irgendwie andersrum. Sehe ich jetzt noch nicht. Godi, SLD, ASP, Ecken, bla bla Gedöns. Nö, keine Ahnung, was du meinst. Es ist sehr offensichtlich, ich soll nicht einfach gerade drauf gucken, sondern irgendwie anders, aber ich weiß jetzt gerade nicht wie. So, Forever hat mir gerade ein seltsames Bild geschickt. Mit den Leuten unterhalten darf ich mich. So, hier. Guck dir das an. Und guck anders drauf. Ich muss dieses Rätsel lösen, um ein Lebenszeichen von Tom zu kriegen. Ich bitte dich flehentlich darum, nicht auf diese kranken Spiele einzugehen. Lass mich für dich die Bullen alarmieren. Nein! Hör auf, mich ständig in diese Richtung zu drängen. Danke, aber nein. Das ist mir wirklich zu riskant. Wir bleiben mal höflich. Okay, ich kapituliere. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Glaub mir, das ist besser so. Forever meint's ernst. Ja. Meinen die alle? Ich würde mir langsam mal Gedanken machen, wie oft man in diese Situation gerät. Zweimal innerhalb von einer Woche oder so. So, da haben wir gescreenshottet. Guck dir das an, Menium. Was steht dabei drittens?
Mir fehlen echt selten die Worte. Gab es einen weiteren Hinweis zu dem Rätsel? Es stand nur dabei, dass ich den Blickwinkel ändern muss für die Lösung. Komm, so schwer ist das nicht. Wie, du verstehst nur Bahnhof? Bist du doof? Du musst anders drauf gucken. Es ist so eigentlich relativ naheliegend. Würde ich jetzt mal in den Raum schmeißen. Es sei denn, er denkt so dermaßen kryptisch, der Killer, dass da in dem Moment einfach keine Sau drauf kommt. Man denkt halt natürlich in erster Linie, guckt da anders drauf. Auf Anhieb keinen Plan. Ich kann natürlich falsch liegen mit Bild drehen oder aus einem anderen Winkel drauf gucken oder sonst was. Aber das steht doch schon beinahe wortwörtlich so da. Ich höre mich mal im Forum um, das kriegen wir schon hin. Okay, meld du dich dann mal. Da steht doch wortwörtlich, den Blickwinkel ändern. Wer bist du denn? Ein guter Freund aus meiner Schulzeit, da er viele Jahre im Ausland gelebt hat, haben wir uns aus den Augen verloren. Andere planen ihre Hochzeit. Ich plane meine nächste Reise. Ah, ein Traveler. Also du bist neu. Du bist im ersten Teil nicht aufgetaucht. Ja, Konnichiwa. Alter Freund, lange ist her. Benny, mein Gott, wie schön, mal wieder ein Lebenszeichen von dir zu bekommen. Ja. Seit du nach der Abschlussfeier in dein Auslandsjahr gestartet bist, habe ich nichts mehr von dir gehört. Interessant, dass du ausgerechnet jetzt auftauchst. Ja, sorry, ich war doch etwas länger weg als geplant. Mal hier, mal da, Japan, Amerika, Australien, Work and Travel eben. Wer Spaß dran hat? Aber dann habe ich von den Morden gelesen und konnte nicht anders als zurückzukommen. Da weißt du also schon Bescheid. Ja, sonst wäre er ja nicht wegen den Morden zurückgekommen, oder? Jo, unglaublich, dass der Tiefenbrunner ein Serienkiller war. Er war schon immer sehr eigen, aber sowas, das hätte ich niemals gedacht. Ja, das würde nie einer irgendwie von irgendwem denken. Und dann passiert's. Wem sagst du das? Es war für uns alle ein Schock. Geht. Für mich war es eher ein Schock, dass es so offensichtlich, so ein offensichtliches Ende ist, dass ich viel zu kompliziert gedacht habe. Ich hatte gestern ein Gespräch mit unserem alten Rektor, Herrn Lechner. Ich habe ihm meine Hilfe für die Gedenkfeier angeboten. Du hast sicher schon gehört, dass unsere Schule, die diese Woche veranstaltet, das ist ja auch das Mindeste, nachdem sie mit Tiefenbrunner einen Irren angestellt hatten. Toll von dir, dass du die dabei unterstützen willst. Du bist super geil. Toll, dass du das machst. Natürlich, das ist doch selbstverständlich. Außerdem gibt es einiges zu tun. Die Veranstaltung soll nämlich recht groß aufgezogen werden. Wie schaut's eigentlich aus? Hast du Bock auf ein Treffen? Gerade nicht. Dann können wir auch gleich besprechen, welche Aufgaben du übernimmst und was du dazugeben willst. Wann genau wurde ich gefragt, ob ich mithelfen will und was dazugeben will? Ich hab die Scheiße aufgeklärt. Hab ich da nicht genug dazu beigetragen? Nur eine Frage am Rande. Da bin ich so gar nicht der Fan von. Wenn irgendjemand irgendwas organisiert und dann irgendjemand kommt und dann so schon beschlossen hat, dass du hilfst. Der fragt dich nicht, er hat es schon beschlossen. Bin ich nicht der Fan von. Gerade ist eher schlecht, aber ich melde mich später bei dir. Alles Rotsch, aber wehe, du willst dich drücken. Will ich. Wenn das schon so beschlossen ist, dass ich mitmachen soll, will ich mich drücken. Ich möchte wenigstens gefragt werden. Genau deswegen sage ich es ja, bis später. Ja. Also, Gedenkfeier hin oder her, schön und gut. Mach das alleine. Jetzt habe ich keine Lust mehr auf die Gedenkfeier. Jetzt will ich nicht mehr. Nochmal wegen Forevers Rätsel, Menium. Ich kenne jetzt die Lösung? Kann ich die Lösung rauskriegen? Man soll den Blickwinkel ändern. Man soll den Blickwinkel ändern.
Ja, ihr könnt jetzt hier natürlich nicht sehen, was ich mache. Nee. Ich weiß halt nicht, was genau ich hier sehen soll. Also ich ändere den Blickwinkel. Ich drehe rum und halt auch anders. Und ich sehe schon, dass es nicht um die Buchstaben da unten geht, dass da irgendwie um das Gekrakel in der Mitte geht. Aber ich krieg's gerade nicht raus, irgendwie da was rauszulesen. Obwohl, warte mal, wenn man so macht. Ne, so. Ich sehe das schon. Ich krieg das gerade nicht gelesen, was das sein soll. Da, HAX. Boah, das ist nicht einfach, ohne Scheiß. Das so zu lesen. Also dieses Gekrakel hier, nicht die offensichtlichen Buchstaben da unten, sondern das Gekrakel da drüber, das sind auch Buchstaben. Aber ich krieg das gerade nicht richtig hin zu lesen. Keine Ahnung, wie die das meinen. Nee. Also ich weiß, wie es geht, ich krieg's aber gerade nicht geschissen. Ich kenne jetzt die Lösung, ehrlich gesagt kenne ich sie nicht. Das nennt man wohl Gedankenübertragung, mein Guter. Ich hatte gerade angefangen, eine Nachricht zu tippen. Die Lösung ist eigentlich ganz easy. Das ist exakt genau dasselbe Bild nochmal. Ich probiere das jetzt nicht nochmal. Kippe mal dein Handy nach vorn und schau über die Ladebuchse mit nur einem Auge schräg über das Bild. Kippe mal dein Handy nach vorn. Definiere nach vorne. Und schau über die Ladebuchse. Ich benutze die Ladebuchse gerade. Mann. Also ich kippe mein Handy nach vorne und schaue. Ah! Das Paket, was steht da? Also da steht auf jeden Fall das Paket. Ich kann das erste Wort gerade nicht lesen, warte. Da steht Inde oder sowas, keine Ahnung. Also da steht auf jeden Fall das Paket. Ich krieg das erste Wort kann ich immer noch nicht lesen. Ja, wenn ich noch weiter kippe, sehe ich gar nichts mehr. Also das Paket. Also wie gesagt, anderer Blickwinkel war richtig, dass ich so weit das Handy kippen soll, kam ich jetzt nicht drauf. Besorg das Geld. Finde steht da. Finde das Paket. Ich habe das als I gelesen. Hack den PC, verstell die Uhr. Sorry, muss passen. Finde das Paket steht da. Also das Paket konnte ich lesen. Hallo, jetzt hast du es auch raus. Geil, oder? Und das ist das Paket. Ja. Wie hast denn du jetzt dein Handy fotografiert und mir geschickt? Ich weiß, wie das Spiel das meint. So habe ich nicht geguckt. Ich habe tatsächlich noch weiter angewinkelt. Ich gucke jetzt nochmal so. Ja, sieht genauso aus wie das, was ich gemacht habe. Ich konnte Finde nicht lesen. Ich habe da sonst was gelesen. Das Paket ging aber. Krass, da wäre ich niemals drauf gekommen. Hä? Bist du doch?
Aber jetzt ergeben sich die nächsten Fragen. Welches Paket und wo zur Hölle soll ich es finden? Das wird er dir wahrscheinlich sagen. Frag den schlauen Wolf, auch dieses Rätsel hatte ich in der Zwischenzeit gelöst. Die Antwort ergeben die Zeichen am Bildrand. Ich habe es mit der Verschlüsselungsmethode Playfair probiert, die Tiefenbrunner immer verwendete. Weißt du noch? Ja, weiß ich. Ich klicke trotzdem mal drauf für die, die es nicht gesehen haben. Ja, ich, wie gesagt, so, da gibt es auf Wikipedia, das ist ein richtiger Eintrag aus dem Internet, da kann man jederzeit drauf gehen, da kann man sich das alles durchlesen für die, die jetzt genau wissen wollen, was das ist. Da gehöre ich jetzt nicht dazu. Aber ich dachte, da braucht man ein Schlüsselwort, oder? Korrekt, Tiefenbrunner hatte damals als Code Leo verwendet. Doch mit Leo hat es nicht gefunzt. Und dann kam mir die Idee, Tom, oh, ich bin noch nicht fertig. Und tada, es offenbart sich eine Zahl, zufällig die gleiche wie die ID von dem Forumbeitrag, der, den ich dir heute Morgen gezeigt hatte, mit der Rose und der Rasierklinge. Das heißt, Forever war tatsächlich in deinem Forum unterwegs. Ja, und nicht nur das, Forever scheint von unserer Zusammenarbeit zu wissen. Denn du hättest diese Zahl niemals mit dem Forenbeitrag in Verbindung bringen können. Verdammt, dann bist du anscheinend auch ein Teil seiner Spiele. Sieht wohl ganz so aus. Bin entzückt. Aber zurück zu dem Rätsel. Die Zahlen auf der Rasierklinge, das sind Koordinaten. Du meinst, sie führen uns zum Paket? Das tun im Normalfall Koordinaten. Ja. So ist es, Meister. Aber wie soll das gehen, wenn ich nicht aus dem Haus darf? Naja, er darf. Soll er gehen? Soll er es mir vorbeibringen? Ein Paket ist meistens eher ein Job für DHL oder so. Neue Probleme, ich bin schon dabei, mir eine Jacke anzuziehen. Bond übernimmt das, ist nicht weit weg von mir. Wenn Forever ein Spiel spielen will, soll er es bekommen. Nein, das ist zu gefährlich. Was, wenn es eine Falle ist? Ich weiß gar nicht, wie ich dir danken soll. Nee, wenn das eine Falle ist, Minion, kannst du das machen, wenn du stirbst. Man weiß jetzt hier noch gar kein Schema, wie er die Leute umbringt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und hast du eine andere Wahl? Ich mache mich jetzt auf den Weg. Na gut, bis morgen oder so. Ah, die schon wieder. Mutti. Eine herzensgute Frau, sie denkt immer zuerst an andere und ihre Familie, bedeutet ihr alles. Leider ist sie an Krebs erkrankt, aber dank der Behandlung befindet sie sich auf einem guten Weg. Familie bedeutet für den Rest deines Lebens nie wieder allein zu sein. Ist auch eine Art, wie man es sehen kann. Hallo, hier ist Mama. Oh, eine Person, die ich unter Mama einspeichere, ist am Ende tatsächlich meine Mama. Das ist ja der Wahnsinn. Ich sehe doch, dass du es bist. Das musst du nicht extra schreiben. Mach. Er sagt es sogar auch. Ey. Wir haben dieselbe Denkweise. Ich sehe das. Du musst das nicht extra schreiben. Stimmt ja. Diese neumodische Technik ist gar nicht so einfach. Hat Papa dir eigentlich schon erzählt, dass Gandalf bei uns zu Besuch ist? Ja, und er scheint ganz begeistert von dem kleinen Racker zu sein. Der ist voll der Fan von dem Hund. Papst hat mir auch das Video mit der Krause geschickt, der arme Hund. Und vor allem hat er mir erzählt, dass ihr euch unbedingt 3 Hunde anlegen solltet. Am besten sogar 8, hat er gesagt. Das will er aber geheim halten, aber er möchte unbedingt mindestens 8 Hunde. Die braucht er zum Glück nicht mehr. Ich durfte sie ihm vorhin abnehmen. Gandalf hat sich richtig darüber gefreut. Moment, wie verschickt man denn nochmal? Ja, wir kriegen wieder ein Video vom Hund. Geil! Wie der Hund zu faul ist zum Aufstehen. Süß, ja. Süße Doggies. Morgen habe ich den ersten Bestrahlungstermin. Etwas mulmig ist mir schon.
Du wirst sehen, bald geht sie wieder richtig gut. Ich denke morgen ganz fest an dich. Okay, das wird auf jeden Fall helfen. Der ist lieb. Und bei dir, mein Junge? Oh, eigentlich alles wie immer. Das ist sogar tatsächlich. Es geht mir allmählich etwas besser, aber muss jetzt noch die Umzugskartons auspacken. Da waren Garrett und Lacey nicht da, um da irgendwie. Ach, egal. Wir werden doch hoffentlich bald zur Einweihungsfeier eingeladen. Nein. Wozu? Gutes Gelingen, mein Junge. Ja, gut. Hammer das. Der Hund ist super. Jetzt habe ich ihr ja gar nicht gesagt, dass sie dringend noch Hunde kaufen sollen. Weil der Vater ja so der Katzenfan ist, weswegen sie dringend mehr Hunde brauchen. Sprachaufzeichnung forever. Hä? Lass uns das Spiel beginnen. Ja, Du wirst es jedoch nicht alleine kennen wir spielen. ja schon. Wieso ist das hier in dem Chat mit drinne? Verstehe ich jetzt nicht. Okay. Ich sitze im Pausenraum, warte auf Chris. Er ist schon eine gefühlte Ewigkeit auf der Toilette und wie Chris sagen würde, Knödeldampfer. Was? Knödeldampfer. Der perfekte Moment für einen Themenwechsel. Nee, ich will mehr davon wissen. Völlig normal, wenn er verbringt dort im Schnitt 8 Stunden im Jahr. Was? Männer verbringen dort im Schnitt 8 Stunden im. Nur 8 Stunden? Verarsch mich nicht. 8 Stunden im Jahr auf dem Klo. Das kannst du mir nicht erzählen. Vielleicht einen Monat. Wenn überhaupt. Wahrscheinlich noch in der Woche. Nein, in der Woche vielleicht jetzt nicht, aber 8 Stunden im Jahr. Man verbringt vielleicht 8 Stunden im Jahr damit, auf dem Klo zu pinkeln. Dann bin ich aber noch nicht einmal scheißen gewesen. War ja klar, dass ihr Männer zusammenhaltet. Auf jeden Fall. Wie geht's eigentlich dir und unserem Baby? Passt du gut auf euch auf? Denn erzähl mir lieber ein bisschen mehr von der Toilette. Weil Babys kenne ich, die Toilette da hinten kenne ich nicht. Ich fotografiere und mache kein Bungee-Jumping. Nicht? Ich dachte, das macht man beim Fotografieren. Leidlich, da kommt er. Wir schließen nur noch zu, dann ist Feierabend für heute. Ich melde mich, wenn ich zurück in der Villa bin. In der Villa ist doch geil. Die hat voll den geilen Ausblick, da beschwert die sich. Acht Stunden im Jahr auf dem Klo. Das ist ja nix. Wie schnell scheißen denn die Leute? Da ist er wieder, der geniale, was, Geocacher, steht zu deinen Diensten. Das ist nett. Ich hab's. Ernsthaft? Da hängt eine Kiste an einem Baum mit einem Foto von Tom und das hat niemand gesehen. Und das wirft keine Fragen auf. Okay. Gib das Paket im Parkhotel für Zimmer Nummer 103 an der Rezeption ab. Warum? Toms Foto, das ist alles so krank. Geht doch noch. Fragst du dich nicht lieber, warum man das Paket abgeben soll? Ich würde ja eher gern wissen, was da drin ist. In der Tat, das Paket soll jetzt ins Parkhotel. Warum auch immer. Auf der Rückseite vom Zettel steht, dass wir die Finger davon lassen sollen. Aber ein Blick in Ehren kann keiner verwehren, oder? Das kriegt vorher aber eh nicht mit, sei aber vorsichtig. Nee. Lass es einfach zu. Ich will auch wissen, was drin ist, aber es wird schon seinen Grund haben. Okay, wie du meinst. Das Hotel scheint hier ganz in der Nähe zu sein. Ich mache mich auf den Weg. Da du offensichtlich im Park bist und das Ding Parkhotel heißt, gehe ich stark davon aus, dass es in der Nähe ist, ja. Immer doch. Gut, haben wir das auch geklärt. Ist dein Besuch noch da? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Zum Glück sind Garrett und Lacey gerade gegangen. Wolf muss für Forever ein Paket abliefern.
Was? Ein Paket? Was ist darin? Ist das nicht gefährlich? Ist doch überhaupt keine Zeit, ich erkläre dir alles später. Pakete sind prinzipiell immer gefährlich, deswegen bestellt man sich auch immer so viel, weil man mag den Nervenkitzel, den Adrenalin, wenn man das Paket kriegt und volle Lebensgefahr schwebt. Puh, der Tag heute war anstrengender als vermutet. Ich fall gleich todmüde ins Bett. Ja, gut. Ist schon der Ferienwohnung. Muss sie ja wohl, sonst kann sie ja nicht todmüde ins Bett fallen. Yep. Ist ja nur ein Katzensprung. Ich sitze gemütlich auf der Couch und wollte mich noch kurz bei dir melden. So toll diese Unterkunft auch ist, ein wenig unheimlich ist das schon. Ist dir denn etwas Ungewöhnliches passiert oder aufgefallen? Sie ist positiv. Keine donnernden Tanklaster und betrunkenen Studenten. Ist eine super Antwort. Dafür Wolfsgeheul und Affengeschrei. Oh Mann, ich vermisse dich schon echt richtig doll. Ja. Jetzt haben wir endlich eine gemeinsame Wohnung und sind trotzdem getrennt. Ja, weil du einen Job hast. Merkst du was? Hätte niemals gedacht, dass du mit Mr. G samt neuer Freundin unsere Wohnung einräumst. Ich auch nicht. Während ich so weit entfernt alleine im Bett liege. Das stimmt, aber Garrett hat sich echt zum Positiven verändert. Mr. G scheint Vergangenheit zu sein. Mr. G, das war eh der Knaller. Mr. G. Lacey hat auch viel mitgeholfen. Hat sie das? Also ich persönlich habe da jetzt nichts von gemerkt. Ich habe die ganze Zeit nur am Handy gehangen. Lacey heißt sie also. Das musst du mir morgen unbedingt alles ganz genau erzählen. Ja, ich muss jetzt schlafen gehen, wir fallen schon im Sitzen die Augen zu. Mir fallen sie schon zu. Dann erhole ich mal schön, gute Nacht und träum was Tolles. Und so weiter und so fort. Und Kuss-Smiley und all der ganze Kram halt. Ja, ja, gute Nacht, träum du auch gut, ich liebe dich. Super. Haben wir das schon mal geklärt. Lacey, ach, jetzt schreibt die mir sogar so. Freundin von Garrett, sie ist ein riesen Horrorfilm-Fan, was schon mal sehr gut ist, und interessiert sich für Mordfälle. Ja, das ist okay. Sie ist sehr direkt und sagt immer, was sie denkt. Das ist auch vernünftig. Hey, schaut euch unbedingt das Remake von Halloween an. Das ist der Hammer. Alter, das Remake von Halloween hatten wir im letzten Spiel schon als Thema. Da lief es im Kino. Ich habe das Remake von Halloween übrigens immer noch da liegen. Ich habe es aber auch geguckt. Und ist das der Hammer? Remake. Jetzt muss ich hier mal kurz was sagen. Remake ist hier definitiv das falsche Wort. Es ist kein Remake. Rob Zombies Halloween. Das ist ein Remake. Das Halloween, was da letztes Jahr, vorletztes Jahr rauskam, ist kein Remake. Das ist eine Fortsetzung der Story, die an dem ersten Teil anknüpft. Ja, es tut nicht an Halloween 4 oder sonst wo anknüpfen, sondern aus irgendeinem Grund tut es so, als hätte es alle Teile nicht gegeben und knüpft an den ersten Teil an. Weswegen interessanterweise alle Charaktere, nämlich auch 40 Jahre später, halt existieren. Also Michael Myers hat 40 Jahre in der Anstalt gesessen und ist dann erst abgehauen. Und sonst was. So ist das mit dem Myers. So, haben wir das geklärt mit Halloween? Also bitte weniger Scheißdreck schreiben und genauer informieren. So. Fand unser Kennenlernen super nett. Garrett hat nicht viele so coole Freunde wie dich. Ach Quatsch. Ich fand's auch klasse und danke für das Kompliment. Bei Garrett wundert mich das nicht. Ne, komm, er hat sich ja wirklich geändert. Er ist nicht mehr so ein Riesenarsch. Sag mal, die Morde nehmen dich noch ganz schön mit, oder? Du wirktest sehr angespannt. Das kannst du gar nicht wissen, ich war nur am Handy. Ja, tut mir leid, es wird wohl noch eine Zeit dauern, bis ich darüber hinweg bin. Favorite Horrorfilm überleben ja meistens Frauen. Die nennt man dann Final Girls. Was guckst denn du für Filme? Also ich guck viele Filme, wo teils sogar die Frau noch als erste stirbt, wenn überhaupt eine vorkommt. Ne, Quatsch, so krass ist es nicht, aber ja. Aber es gibt einen Film, der heißt Final Girl, der ist sehr, sehr gut. Du als sozusagen Final Man und Leo als dein Final Girl, klar, dass sich das mitnimmt. Ach, Quatsch.
Oh ja, der Film Final Girl, der war auf Netflix. Ich weiß nicht, ob der immer noch auf Netflix ist, aber der ist gut. Den muss man sich mal angucken. Ich habe zwar nicht mal die Hälfte von dem, was du schreibst, verstanden, aber ich stimme dir einfach mal zu. Was gibt es denn da nicht dran zu verstehen? Ich verstehe den Teil nicht, es überleben meistens Frauen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass der letzte Überlebende im Film oft ein Mann ist. Oder wenn dann ausgeglichen, mal Mann, mal Frau. Oder mal beides, oder mal alle, oder gar keiner. Ich sehe schon, wir müssen uns bald mal auf einen Horrorfilm treffen. Das ist auf jeden Fall richtig. Mal schauen, ich glaube, das ist momentan eher kontraproduktiv. Das ist ein sehr schönes Wort. Wie wäre es denn eher mit etwas Aufheiterterem? Also, ich finde Horrorfilme sehr aufheiternd. Könnte Ablenkung gut gebrauchen, aber du suchst etwas aus. Du suchst was aus. Eigentlich, naja, nee. Darauf kannst du Gift nehmen, mein Guter. Okay. Das mache ich gern, aber kein Rückzieher. Nö. Hau jetzt raus. Was gucken wir? Und melde dich, wenn du nochmal Hilfe brauchst. Bis bald, Final Man. Dankeschön, werde ich machen. Gut, haben wir das geklärt? Horrorfilme gucken. Das ist auf jeden Fall immer gut. Junge, Junge, was denn jetzt schon wieder? Du hast mir keinen Horrorfilm angeboten. Hä? Oh mein Gott. Wer sitzt wohl im Zimmer 103? Oh nee, ne? Erst machst du einen auf Abweisen und Brühe und jetzt das. Ja, wer ist wohl im Parkhotel Zimmer 103? Jetzt spiel mal nicht den Unwissenden. Ich mach dein Geschenk jetzt auf. Okay. Ja, was ist da wohl drin? Ein toter Vogel. Du bist echt sweet, wenn du verlegen bist. Hättest vielleicht nicht deinen Namen hinten drauf schreiben sollen. Außerdem hättest du ruhig kurz reinkommen können. War gerade duschen. Ja und? Du hast mir keinen Horrorfilm angeboten. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ich verstehe wirklich nicht, worauf du hinaus willst. Ja, was meinst du wohl, wer gerade in Zimmer 103 ist? Kannst du nicht eins und eins zusammenzählen? Was ist drin? Willst du mich verarschen? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Was ist denn jetzt drin? Was ist das? Beschwer dich noch über Geschenke. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Der Fleck, das ist frisches Blut. Gott, das ist Toms Anhänger. Ach so. Tom Redbach? Ja. Sag mir auf der Stelle, was hier los ist. Das Paket war für dich bestimmt. Du bist in dem Hotel. Wirklich, Sherlock? Auch schon drauf gekommen. Ich verstehe nur Bahnhof. Klärst du mich mal endlich auf? Ich kann dir momentan nichts weiter dazu sagen. Ich muss aber jetzt verhindern, dass dir die Bullen ruft, ne? Lina, es tut mir leid, bitte glaub mir, ich wurde reingelegt. Aber wer hat mir das geschickt und warum? Diese Scheiße ist nicht lustig. Nein, das ist auch kein Spaß. Lass mir noch bis morgen Zeit, ich muss nachdenken. Na schön, aber du meldest dich, versprochen. Ja, in Bezug auf dem Thema schon. Und wegen Horrorfilmen und Katzen und sowas, ja, das kann man ruhig machen. Falls du noch einen Hund haben willst, da gibt es auch noch irgendwo einen. Der Anhänger gehört kommen, das Blut darauf ist frisch. Was hast du mit Tom gemacht? Das erfahren wir mit dem zweiten Spiel, nehme ich an. Herzlichen Glückwunsch, danke. Der Mörder hier ist sehr freundlich. Du hast das erste von 7 Spielen bestanden. Deine Belohnung wird nicht lange auf sich warten lassen. Auch belohnt werde ich auch noch. Was für eine Belohnung? Warum sollte das Paket zu Lina?
Geduld, mein Freund, du wirst den Sinn dahinter noch erkennen. Kommen wir zu deiner Belohnung. Ja! Ich hab jetzt irgendwie... Ah, okay. Seit Kindheitstagen mein bester Freund. Ihm plagten große Schuldgefühle, weil er damals den Unfallwagen fuhr, als meine Schwester ums Leben kam. Er fiel Tiefenbrunner zum Opfer und galt als tot. Freundschaft muss nicht perfekt sein, nur echt. Ist das wieder eines dieser kranken Psychospielchen? Das ist doch jetzt kein Beweis. Er kann doch jetzt irgendjemand seinen Account benutzen. Das sehe ich doch gar nicht. Gott sei Dank, du antwortest endlich. Wie jetzt? Du hast mir nie geschrieben. Tom, wir dachten alle, du wärst tot. Wie geht's dir? Wo bist du? Was passiert? Wie wär's, wenn man wen will der Vater jetzt eigentlich beerdigen? Wer ist die Brandleiche? Ich hab keine Ahnung, ich weiß nicht mal, welcher Tag heute ist. Montag bei mir offiziell gerade. Bin nach Paris gefahren, um Leo zu retten. Da war dieser alte Puppenladen. Ja, soweit, so gut. Im Flur fielen die Türen zu und dann überall dieses Gas. Ja. Danach bin ich festgekettet in diesem dunklen, kalten Keller aufgewacht. Was will dieser kranke Psychopath nur von mir, verdammt? Konntest du ihn sehen? Wie sieht er aus? Das erfahren wir sowieso nicht. Ich will jetzt wissen, wer die Brandleiche ist. Und irgendwie habe ich das Bedürfnis, seinem Vater Bescheid zu geben, damit er aufhört, mich anzupumpen. Keine Ahnung, trägt so eine schwarze Kutte und wieder so eine weiße Maske, könnte jeder sein. Er hat mir vorhin dieses Handy in die Hand gedrückt, schwafelte irgendwas von Belohnung. Ja, ich kann nur dir schreiben, alles andere hat er irgendwie gesperrt. Tom, wir müssen herausfinden, wo du bist. Siehst du irgendwas, irgendeinen Hinweis? Warte mal, vielleicht geht die Cam. Ja, noch mehr Fotos, ich sammle Fotos. Diesen Video. Die siebte Stunde wird dir die Freiheit bringen. Die Uhr bleibt einfach stehen. Alter, der wird mir ja auf den Sack gehen. Wenn ich da gefangen bin, dann läuft die ganze Zeit diese Musik. Das könnte überall sein. Also grob geraten würde ich sagen, immer noch Paris, wa? Aber nur geraten. Ja, und hast du dieses Lied gehört? Ging ja nicht anders. Das läuft Tag und Nacht in Dauerschleife, seit der mich gefangen hält. Ich werde noch verrückt hier drin, das glaube ich dir. Und hast du gesehen, was an der Wand gekristelt hat? Nee. Die siebte Stunde wird dir die Freiheit bringen. Und diese Wanduhr, die hat sich gerade automatisch eine Stunde vorgedreht. Was ist das für ein kranker Scheiß? Was hat das zu bedeuten? Weißt du was? Dieser Dreckskerl, pass auf, Tiefenbrunner war der Bibelmörder. Er ist inzwischen tot. Er hat einen Komplizen oder es gibt einen Nachahmer. Ich habe keine Ahnung, wieso er dich dafür ausgewählt hat. Weil wir Leo schon hatten, das wäre ja jetzt langweilig. Und weil man ja irgendwie einen Plot-Twist hier reinhauen muss. Was? Der Tiefenbrunner? Der hat mich doch selbst nach Paris gelotst. Ja, ach. Ich kann das einfach nicht glauben. Ich habe ihm voll und ganz vertraut. Ich weiß, er hatte alles geplant, aber ich erkläre dir alles später. Erstmal müssen wir dich da rausholen. Jetzt bin ich aber ein bisschen überfragt. Der Tiefenbrunner hat ihn ja wirklich dahin gelotst und der Plan war, dass Tom bei der Explosion stirbt. Das ist ja jetzt nie passiert. Wusste der Tiefenbrunner, dass das nie passieren wird? War das schon so abgesprochen? Und warum ist es nie passiert? Wie ist Tom aus dieser Explosion entkommen? Und wer zur Hölle ist jetzt die Brandleiche? Das sind jetzt alles so Sachen, die ich wissen will. Also pass auf, die Uhr steht für die 7 Spiele. So, welche Spiele? Was meinst du? Ich muss 7 Aufgaben bestehen, damit er dich freilässt. Diese Uhr steht wohl symbolisch dafür. Ja. Die erste Aufgabe habe ich bestanden. Deshalb treten sich die Zeiger auf 1 Uhr. Das macht Sinn. Gibt es denn wirklich gar nichts, was darauf hindeutet, wo du sein könntest?
es hat sich ganz viel angedeutet, wo er nicht ist. Geh einfach nach dem Ausschlussverfahren. Nein, wobei, immer, wenn er die Tür öffnet, riecht es nach verbranntem Gummi. Wo riecht es denn heutzutage nach verbranntem Gummi? In der Müllfabrik. Wobei, noch nicht mal. So, Medium, was ist? Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Ja, na, geht. So, lass drum gehen, ich tue alles. Ja, wir zocken noch 6 Games. Oder auch nicht. Machen wir anscheinend ein andermal. So, Minion, bist du da? Hab noch die Hotellobby abgecheckt. Ist aber nichts Eigenartiges aufgefallen. Hör zu, das Paket war für Lina bestimmt, Monas Schwester. Was hat denn die Sis von Mona damit zu tun? Höchst eigenartig. Und jetzt halte ich fest. Die hat mir ein Bild von der Katze geschickt. Nee. In dem Paket war ein blutiger Anhänger, der gehört Tom. Ich durfte mit ihm schreiben, er lebt. Eventuell, wir haben ihn nicht gesehen. Es könnte sonst wer gewesen sein. Der einfach nur so tut, um uns zu verarschen. Aber ich glaube, so kompliziert denkt das Spiel nicht. Das Thema hatten wir schon. Oh mein Gott. Vorher war er also wirklich nicht geblufft. Nee, hat er wohl nicht. Forever hält ihn irgendwo gefangen, ein Keller oder Verlies. Kannst du bitte versuchen, sein Handy zu orten? Oh nee, ich muss das wahrscheinlich wieder selber machen. Bewegen geht nicht. Wenn das Pfund, schluck ich einen Besen samt Putzfrau. Warte mal. Okay, ich warte. War klar, Ortungsdaten hat er deaktiviert. Aber warte mal. Okay. Ein richtiger Geistesgigant. Dein Forever, der hat wohl mit uns gerechnet. Schau mal, was er extra für uns gebastelt hat. Oh, geil. Hangman. Brich niemals die Regeln. Da fehlen 3 I's. So eine Sch kann Forever rausfinden, dass du auf seinem Handy warst. Da fehlen 3 I's, das ist bestimmt interessant. Nope, keine Chance. Wolf sei Dank. Danke, Wolf, bist der Beste. Was ist das hier jetzt eigentlich? Wo kommt das her? Das ist so ein abfotografiertes Buch. Ach, egal. Das will ich doch hoffen. Meld dich direkt, wenn es was Neues gibt. Ich düse mal Richtung Heimat. Cool later. Oh, Tagebuch, Tag 1 ist rum. Ich notiere täglich, was in meinem Leben geschieht. Es war ein Rat meiner Therapeutin, als Ergänzung zu meiner Therapie. Kein Eintrag vorhanden. Gut, was heute passiert? Tag 1. Leo fliegt für einen Fotoauftrag einige Tage nach Österreich. Eine Reporterin will ein Buch über die Tiefenbrunner-Morde schreiben. Wolf entdeckt mysteriösen Forumsbeitrag. Forever meldet sich bei mir, er hätte angeblich Tom in seiner Gewalt. Ich muss 7 Spiele bestehen, um ihn frei zu bekommen. Ich darf das Haus nicht verlassen und soll Leo im Unklaren lassen. Der Versuch, die Polizei zu rufen, scheitert. Forever überwacht meine Anrufe. Beim ersten Spiel musste Wolf ein Paket für Lina im Hotel abgeben. Dort lag Toms blutiger Anhänger drin. Tom ist am Leben. Ich durfte mit ihm schreiben und muss von nun an um seine Freiheit kämpfen. Hammer gemacht. Was sagt der Timer? Boah, das ist saugeil. Also die Spiele kommen jetzt gerade mal nicht so krass oft. Lieber 7-Fan, wer steckt deines Erachtens hinter Forever? Am Ende von Tag 2, diesmal nicht von Tag 3, darfst du einen Tipp abgeben. Wenn du richtig liegst, wird dein Name im Abspann verewigt. Also ich habe im ersten Teil schon krass daneben getippt. Da habe ich zu kompliziert gedacht. Böses Vorzeichen, Tag 2. Jetzt sind die Medien nur zu 6. Ah, jetzt kündigt sie sich nicht an mit: Hier ist Mama.
Es ist etwas Schreckliches passiert. Oh, hoffentlich nicht mit, hoffentlich nichts mit dem Hund. Was mit Gandalf? Ich fand ihn heute Morgen tot im Garten. Was? Warum? Ich weiß es nicht. Papa meint, dass vielleicht bei der OP etwas schiefgelaufen ist. Habt ihr aber toll auf den Hund aufgepasst. Also euch würde ich meine Haustiere nicht mehr anvertrauen. Das habt ihr verkackt. Möglich ist das. Kann ich denn irgendwas tun? Tage nach der OP? Spätfolgen. Ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung, wie das ist, wenn Tiere eine OP haben. Können die Tage später an der OP stehen? Ich habe keine Ahnung. Ich sag einfach mal, dass es möglich ist. Ich nenne sowas Spätfolgen. Aber ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung. Das ist lieb von dir, aber da kann man wohl niemand mehr etwas tun. Und ausgerechnet jetzt muss ich auch noch los zur Bestrahlung. Wir können den Nachbarn nie wieder unter die Augen treten. Ist wohl richtig. Ist nicht eure Schuld. Die Schmidts sollen zum Tierarzt mit ihm. Der findet raus, was passiert ist. Und jetzt drücke ich dir erstmal ganz doll die Daumen für den Termin. Er hat das super hingekriegt. Trotzdem, der Moment, wie erklärt man das den Leuten? Die geben dir einen Hund zum Aufpassen, du gehst dann hin, ja sorry, ist jetzt tot. Alter. Melde dich bitte danach mal. Da bringen die den Hund um. Also irgendeiner. Das mache ich bis später. Der arme Hund. Was das soll. Du schon wieder. Ich kann gerade nicht. Ein Hund gestorben, das ist viel trauriger. Wegen deinem Mist habe ich gestern Nacht kaum ein Auge zugemacht, weil ich das ja auch war. Du hast mir gestern versprochen, dass du mir heute alles erklärst. Also ich warte. Okay, aber vorweg, die Sache ist ziemlich ernst. Den Leuten davon erzählen darf ich. Das ist kein Verstoß gegen die Regel. So wie du herumdruckst, glaube ich dir das aufs Wort. Also los, pass auf. So ein komischer Typ namens Forever stalkt mich seit einigen Wochen. Erst habe ich noch geglaubt, dass er irgendein Spinner ist. Aber dann wurde eine Frauenleiche im Park gefunden. Ob das er sie umgebracht hat, wissen wir das schon? Davon habe ich gelesen. Forever hat mir dieses Video von ihr geschickt. Zeigt das Video. Das Video kennen wir ja bereits. Wie der immer wahllos irgendwelche Mordvideos an die Leute schickt. Er hätte auch einfach schreiben können, er hat mir ein Video von dem Mord geschickt. Oh mein Gott, das ist ja schrecklich. Und jetzt kommt's. Er hat meinen besten Freund Tom in seiner Gewalt. Aber wenn ich das doch den Leuten zeigen darf, sollte man das auch seinen Daddy mal zeigen, oder? Oder sehe ich das falsch? Da macht er wahrscheinlich noch mehr Aufriss. Tom lebt? Dachte, er wäre verbrannt. Das dachten wir alle. Oh, das steht sogar da. Das dachten wir alle. Aber er lebt wirklich. Ich durfte kurz mit ihm chatten. Ich hatte das dachten wir alle, gerade nicht abgelesen. Das war ein Kommentar dazu. Wenn ich nicht alles tue, was Forever von mir verlangt, bringt der Tom um. Ich glaube, Forever war ein Komplize von Tiefenbrunner oder sein Nachahmer. Oder Tiefenbrunners Sohn. Oder irgend so ein Typ, der irgendwo rumgestanden hat. Bist du jetzt zufrieden? Das war jetzt mal die Kurzfassung. Ich hatte ja mit vielem gerechnet, aber das ist eine heftige Scheiße. Dann wollte dieser Forever, dass du mir diesen Anhänger schickst. Ja, nur darf ich das Haus nicht verlassen. Das ist eine seiner Regeln. Wolf, ein Freund von mir, hat deshalb das Paket bei dir abgelegt. Und warum ausgerechnet ich? Was habe ich denn mit der Sache zu tun? Was weißt du nicht? Ich wünschte, ich hätte darauf eine Antwort.
Gute Frage, nächste Frage. Was sagt denn die Polizei? Die weiß nichts davon. Das ist Regel Nummer 2. Keine Polizei. Das gilt auch für dich, Fräulein. Das muss ich erstmal verdauen. Aber du glaubst mir, oder? Du, bitte, Lina, du musst das für dich behalten. Wie gesagt, ich brauche etwas Zeit. Ich melde mich wieder. Mach das. Jetzt ist sie wenigstens nicht mehr auf den Trichter, sich mit mir treffen zu wollen. Hält wahrscheinlich aber nur 2 Minuten. Krias di, ich wünsche einen guten Morgen. Österreichisch. Mein Schatzal. Das war österreichisch. Guten Morgen, da ist aber jemand gut drauf. Das klingt ja furchtbar. Es geht. Die Österreicher versteht man noch. Die Schweizer. Schweizerdeutsch. Das ist schon eher schwierig zu verstehen. Das verstehe ich nicht mal ebenso. Ich bin heute irgendwie voller Tatendrang und freue mich schon riesig aufs Fotografieren. Ja, schick mir mehr Wolfsbilder von Babywölfen. Die sind sehr süß. Weil wegen Hund tot und so. Lacey hat der neueste... Hä, warum? Ich bin heute irgendwie... nee, warte. Und die haben hier in der Dusche einen riesen Wellness-Duschkopf. Kriege ich auch so einen, wenn ich zurück bin? Mal gucken. Und noch einen dicken Begrüßungskuss obendrauf. Nee. Schatz, wir müssen jetzt erstmal sparsam sein. Nee, müssen wir nie. Also Lacey hat jetzt ein neues Foto. Yippie, dann habe ich jetzt auch was für dich. Okay, wieder ein Bild, wie du Kaffee trinkst. Ein Bild mit nassen Haaren. Und einem Handtuch. Das sind halt übrigens die speziellen Fotos. Das ist ein sehr spezielles Bild. Wie man sieht, man hat nicht wirklich viel verpasst. Sagst du das auch noch in 6 Monaten? Nein. Das wird sich dann zeigen. Auch noch in 50 Jahren. Falls wir so alt werden. Schleimer. Ich hätte auch Nein sagen können. Ich sollte mich dann langsam mal föhnen. Chris holt mich gleich ab. Wir gehen gemeinsam zum Wolfsgehege. Aber zieh dir vorher bitte etwas an. Nein? Sag ihm liebe Grüße von mir. Das mache ich. Vielleicht lernt ihr euch mal kennen. Denke, du würdest dich gut mit ihm verstehen. So, Schatz, muss jetzt aber wirklich los. Meld mich von so aus wieder. Ich liebe dich. Ich dich auch und pass auf dich auf und so weiter und so fort. Ich gucke mir jetzt noch schnell das Foto an. Wo ist sie denn? Hier stand doch irgendwas mit Galeriefoto. Hä? Hier stand doch was mit Galeriefoto. Ach, ist mir auch egal. Guten Morgen, mein Freund. Hallo, Forever. Na, wie geht's? Es ist Zeit, die Augen zu öffnen. Jep, das macht man tagsüber meistens so. Siehe, was ich sehe. Also, ich soll das sehen, was du siehst. Aber was sehe ich? Ich sehe einen gefesselten Typen mit Handschellen an einem Stuhl. Und das mega dumm, weil er einfach aufstehen könnte. Das sehe ich. Er hat eine Tüte über dem Kopf, hat eine Hose an, hat Narben auf dem Rücken, ist aber selten dämlich gefesselt, weil er ist ja überhaupt nicht an dem Stuhl festgemacht. Er sitzt einfach nur mit Handschellen auf einem Stuhl. Er könnte aber jederzeit aufstehen und gehen. Also er ist jetzt... Egal. Warum hast du Tom das angetan? Da steht doch bestimmt wieder irgendwas. Naja, egal. Ich bin mehr darüber entsetzt, dass das als an Stuhl gefesselt gilt. Und wer sagt, dass das Tom ist? Du sollst mich erst nehmen und was gäbe es Besseres zur Motivation? Du sollst mich ernst nehmen. Bitte tu ihm nichts. Tom ist so ein guter Mensch. Lass ihn frei. Komm jetzt. Das liegt in deinen Händen. Bestehe alle Aufgaben, du wirst Tom wieder in die Arme schließen können. Na, jetzt übertreib nicht. Wiedersehen hätte gereicht. Das wird sich noch zeigen.
Wenn du mir die nächste Aufgabe gibst, hätte ich es auch zeigen können. Herzlichen Dank. Die Therapeutin, na? Guten Morgen um 17.40 Uhr. Das mit Tom lässt mir einfach keine Ruhe. Hab die Nacht kein Auge zugemacht. Weißt du schon etwas Neues? Es ist sicher, Tom lebt. Forever hat ihn in irgendeinen dunklen Keller gesperrt. Und das so dämlich, dass er jederzeit gehen kann. Das ist nur mal so am Rande. Und er hat die Hose gewechselt. Auf dem Bild hat er eine schwarze Hose an, auf dem anderen eine graue. Er durfte mir kurz schreiben. Mein Gott, dann hattest du also tatsächlich recht. Geht's ihm gut? Er hat große Angst, Forever quält ihn. Ja, mit Musik. Mit fürchterlicher Musik. Wie schrecklich. Warum Tom? Er ist ein herzensguter Mensch. Das frage ich mich auch die ganze Zeit. Er ist der beste Freund, den man sich wünschen kann. Ja, so ein besoffener Autofahrer, wovon deine Schwester stirbt. Wer hat nicht so einen Freund? Jeder hat so einen. Ich kann es immer noch nicht fassen. Was hast du denn jetzt vor? Ich kann nichts anderes tun, als abzuwarten. Das ist wohl richtig. Erst wenn ich 7 Aufgaben bestanden habe, kommt Tom frei. Das Schlimmste an der Sache ist aber, dass ich Leo schon wieder raushalten muss. Aber diesmal ist es eine Regel. Diesmal geht es ihr nicht darum, dass um ihr Leben zu beschützen. Diesmal geht es ihr einfach nichts an. Du weißt, was damals mit Leo passiert ist. Wäre es nicht sicherer, sie diesmal einzuweihen? Vorher geht es nicht um Leo. Das würde keinen Sinn machen. So wird es das Beste für sie sein. Abgesehen davon fotografiert sie Wolfbabys und das ist viel wichtiger. Da magst du recht haben. Das würde sie und euer Baby nur unnötig belasten. Ich hoffe nur, Leo merkt mir nichts an. Sie beim ersten Mal ja auch nicht. Verhalte dich einfach so normal wie irgendwie möglich und geh auf alles von ihr ein. Lass sie nicht merken, dass du keine Zeit hast. Auch wenn es dir schwerfällt. Ach Quatsch. Wir sind ja nur am Schreiben, das geht ja immer. Ich werde Leo später noch kurz anschreiben, wie es ihr geht. Das wird sie zusätzlich beruhigen. Und mein Angebot besteht weiterhin. Wenn ich helfen kann, sag Bescheid. Gemeinsam stehen wir das durch. Okay. Mach mal. Diesmal kein Bild vom Kaffee oder so. Die waren am Anfang des Spiels alle so kaffeegeil und jetzt... So, ja, was willst du? Ja, der Hund ist tot. Das ist doof. Ich habe Mama gerade beim Strahlenzentrum abgesetzt und wollte mich kurz melden. Es ist momentan ein wenig viel für sie. Gandalfs Tod nimmt sie sehr mit und sie macht sich Sorgen wegen der Strahlentherapie. Ich habe mir schon überlegt, ihr etwas Gutes zu tun. Ja, einen Hund kaufen. Hast du schon eine Idee? Wie ist es mit einem gesunden Hund? Das ist jetzt nicht cool. Gönnt euch doch mal ein Wellness-Wochenende. Ich frag mal, was er vorhat. Das Richtige fällt mir momentan nicht ein. Weißt du etwas? Puh, auf Anhieb jetzt nicht. Hast du Daniel mal gefragt? Er soll einen Hund kaufen. Ich hätte ja gerne vorgeschlagen, einen Hund zu kaufen, aber nicht mit dem Zusatz gesund. Das kommt jetzt scheiße. Na, hör mir auf, wir hatten gestern Abend schon eine hitzige Diskussion. Okay, warum? Dein Bruder sitzt jeden Tag bis in die Puppen am PC und hilft Mama kein bisschen im Haushalt. Er wollte sie nicht mal ins Strahlenzentrum fahren. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie alt der Bruder ist. Pubertät nehme ich an. Das liegt sicher an der Trennung. Vielleicht sitzt sie ihn einfach zu sehr unter Druck. Das liegt sicher daran. Dann sind die Leute halt anders. Vielleicht hast du recht. Aber mir kommt es so vor, als wäre da noch etwas anderes im Busch. Wir sprechen von Daniel. Was meinst du überhaupt mit im Busch? Wollen die mich jetzt auf meinen Bruder lenken, dass der Täter ist? Ich kann es auch nicht genau erklären, aber er benimmt sich so eigenartig und geheimnisvoll, als würde er etwas verbergen. Ich texte Daniel mal an, vielleicht sagt er mir ja, was los ist. Und keine Widerrede.
Na gut. Tu, was du nicht lassen kannst, aber halt mich bitte auf dem Laufenden, mein Junge. Ich will mir jetzt erstmal einen Kaffee, bis später. Das ist doch nicht mein eigener Bruder. Mein eigener Bruder ist doch nicht forever. Die lenken mich jetzt dahin. Jetzt bin ich wieder so, das ist zu offensichtlich, aber das Thema hatten wir schon mal. Hallo Bruderherz, hast du gerade kurz Zeit? Klar. Hast du Zeit? Nee, hat er nicht. Er ist gar nicht da. Wolf, Minion! Hab ich Hohlraumsausen? Mein Schädel fühlt sich an wie ein Atomkraftwerk. Hab heute einen Tatendrang wie ein Gartenzwerg. Der hat eine Wortwahl stellenweise. Hat mir gestern zum Runterkommen ein Glas Edelsprit gegönnt. Eins? Du musst einen klaren Kopf behalten. Und gleich ein Aspirin wird dir helfen. Wohl eher die ganze Flasche. Erwischt, erinnere mich bitte nicht daran. War gestern alles so nervenaufreibend. Aber du wirst sehen, wir kriegen diesen Mistkerl. Okay. Bevor ich mich auf mein Katerfrühstück stürze, habe ich noch was. Bin auf einen Blog-Eintrag über diese Hannah Feist gestoßen. Du weißt schon, die Kommissarin, die für die Tiefenbrunnermorde zuständig war. Ja, weiß ich. So vergesslich bin ich ja nun auch wieder nicht. Und was steht drin? Lies am besten selbst. Wieder ein Link zu einer Internetseite. The Real Truth. Nichts ist härter als die Wahrheit. Mit Playmobil-Figuren. Das Skandalrevier K11 und ihre Hoheit Hannah Feist. Ach du Scheiße. Was? Feistes Auftreten, dreiste Lüge. Playmobil, was? Ist das viel? Ach du Kacke. Okay, jetzt haben wir ein bisschen was zu lesen. Liebe Leser, Fans und Konspirationskollegen, aus aktuellem Anlass greife ich heute noch einmal ein Thema auf, über das ich in den vergangenen Jahren immer mal wieder geblockt habe. Unser höchst umstrittenes Hauptpolizeirevier K11 im Herzen unserer geliebten Altstadt. Seitdem Frau Oberkommissarin Hannah Feist dieses Revier leitet, also seit nunmehr 10 Jahren, gab es eine außergewöhnliche Aneinanderreihung dubioser, um nicht zu sagen skandalöser Vorfälle, die mit der Arbeit beim K11 in Verbindung stehen. Wer erinnert sich nicht an das mysteriöse Verschwinden von mehreren hundert Datenträgern aus der Asservatenkammer oder an den Treppensturz des Journalisten, der über Korruption und Vetternwirtschaft innerhalb der Reviermauern recherchieren wollte, dabei auf kuriose Art und Weise innerhalb des K11-Gebäudes verunfallte und sich danach nicht mehr an seine angefangene Recherchearbeit erinnern konnte. Der jüngste Vorfall in dieser Kette dubioser Ungereimtheiten rund um dieses berühmt-berüchtigte Revier, über dem Hannah Feist thront wie eine machtgeile Despotin und deren Tagesgeschäft sich schon lange nicht mehr um das Wohl und die Sicherheit der Bürger dreht, sondern um ein Moloch aus Korruption, Nepotismus und bösartiger Unfähigkeit, schlägt ihm fast den Boden aus. Feistigkeit kennt keine Grenzen, mit einem schönen Kackhaufen. Super. Der grausame Mord an Elisabeth B. ging nicht nur regional durch alle Gazetten. Die arme Frau wurde auf brutalste Art und Weise mit mehr als 20 Messerstichen dahingemetzelt. Und wieder gibt man den Ermittlern des K11 die Gelegenheit, sich als Haufen unfähiger und erbärmlicher Laienkriminologen zu profilieren. Die Tatwaffe, ein Messer, das am Tatort gefunden wurde, war zunächst nicht als Beweismittel zulässig. Keine Spuren vom Fingerabdrücken, ein schlecht gesicherter Tatort. Und doch kommt Hannah Feist schon bald unter den Druck der Öffentlichkeit zum Schluss, dass der Enkel der Ermordeten der Täter sein muss, obwohl zu diesem Zeitpunkt eine Einbrecherbande die Unwesen der Gegend trieb. Und wie es der Zufall so will, findet man nun doch fristgerecht und passgenau dessen Fingerabdrücke am Griff der Mordwaffe. Ist ja faszinierend. Schon lange ist was faul im Staate Dänemark und es bedarf nicht Shakespeares Saluper-Worte. Und zu erkennen, dass auch hier die dreiste Feist ihre noch feisteren Finger im Spiel gehabt hat, um sich weitere 15 Minuten des Ruhms auf Kosten eines Unschuldigen zu ergaunern.
Also meine lieben Leser, hört auf meine Worte, hinterlasst mit mir eure Kommentare und lasst uns gemeinsam etwas planen und auf die Beine stellen, was Hannah Feist und ihr Schurkengefolge zu Fall bringt. Die letzten 5 Kommentare von Killerfish vor 10 Minuten. Mich wundert bei dem Revier rein gar nichts mehr. Mein Schwager wurde von dieser Polizistensippe neulich aufs Übelste drangsaliert, weil er keinen Perso dabei hatte. Scheint einen absoluten Gottkomplex zu haben. Okay. Jasmin W. vor 40 Minuten. Ich sehe das genauso wie du und werde deinen Blog-Eintrag auf Twitter und Facebook teilen. Wir müssen uns alle zusammentun und etwas unternehmen. The Darkman vor 4 Stunden. Recht hast du. Ich bin zu allen Schandtaten bereit. Die Mollys habe ich auch schon vorbereitet. Lass uns das ganze korrupte Gesocks abfackeln. Okay, ist ein bisschen drastisch. Rolfi, vor 8 Stunden. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Auf mich macht sie einen seriösen Eindruck. Meinst du nicht, dass du dir da zu viel zusammengereimt hast? Und Augenkontakt gestern. Wir sollten das Ganze faktisch und nicht mit einem hohen Grad mutmaßender Polemik angehen. Ich wäre bereit, eine Dienstaufsichtsbeschwerde aufzusetzen, sofern jemand Qualifiziertes hier bereit wäre, diese für mich zu tippen. Okay, haben wir das jetzt auch geklärt? Was hältst du davon? Klingt für mich nach einem fanatischen Spinner. Unfassbar, ich fand diese Hannah Feist schon immer sehr eigenartig. Verschwörungstheoretiker. Die können recht haben, aber er ist halt ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht recht. Für mich scheint das eine richtige Rattenabteilung zu sein. Mit der Feist als Oberratte. Du selbst hast doch gesagt, dass es extrem war, wie sie sich während der Bibelmorde auf uns eingeschossen hat. Ich glaube trotzdem nicht, dass sie Beweise manipulieren würde. Na, wird sich alles zeigen. Ist jetzt alles noch ein bisschen früh? Man kann nie wissen. Ich traue der keinen Nanometer. Aber jetzt mache ich mir erstmal lieber mein Frühstück her. Bis denne. Dann mach das. Hau rein, Medium, hau rein. Ich finde es sehr geil, wie wenig man hier unterbrochen wird von dem Zwischenspiel. Loretta, hi, sag mal, du warst doch während unserer Schulzeit mit Benny ganz dicke, ne? Also Benjamin Meyer, meine ich. Ja. Hast du dich auch bei dir gemeldet? Also anscheinend war ich dicke mit Benjamin Meyer. Wusste ich bis gerade nicht, aber ja, anscheinend war ich. Ja, also ich weiß nicht, ob du das damals mitbekommen hast. Aber ich war schon immer scharf auf ihn. Okay. Absolut jeder wusste, wie sehr du ihn annimmst. Okay, die hat anscheinend kein Geheimnis draus gemacht. Sehr gut. Na toll. Nur er hat es nie gecheckt. Das ist immer so. Der angehimmelt wird, versteht das nicht. Der kapiert das nicht. Könntest du ein gutes Wort für mich einlegen? Das wäre echt klasse. Und gleichzeitig auch noch eine super Ablenkung von der ganzen Scheiße, die passiert ist. Ja, ich guck mal, was ich tun kann. Sorry, ja. Da halte ich mich raus. Verkuppeln ist so gar nicht mein Fall. Ja, komm, mach mal. Da muss ich vielleicht nicht mehr helfen. Danke, du hast was gut bei mir. Pizza. Ich will definitiv Pizza. Wehe, ich krieg keine. Benny unterstützt übrigens auch die Gedenkfeier unserer alten Schule. Ja, und du kannst ja an meiner Stelle helfen. Du willst ja was von ihm. Ist doch ein super Plan, oder? Da kann ich euch doch schon perfekt verkuppeln. Läuft doch alles super. Was wollt ihr eigentlich noch von mir? Hab ich dir das nicht erzählt? Nee, ich erstelle eine Präsentation für unsere toten Mitschüler. Deshalb habe ich auch den Generalschlüssel für die Schule zu Hause rumliegen. Oh mein Gott, sowas tust du? Das ist ja wow. Oh, wusste gar nicht, dass die Schule den rausgibt. Wozu soll ich denn vermitteln, wenn du Benny eh triffst? Das ist eine berechtigte Frage. Ist dir mein ganzer Plan nicht mehr aufgegangen, sie einfach dahin zu schicken zum Helfen, damit ich es nicht machen muss und gleichzeitig kann ich so tun, als hätte ich die verkuppelt. Ist wohl eine Ausnahme wegen der kurzfristigen Veranstaltung, bin deshalb auch echt aufgeregt. So zuverlässig wie du bist, kann da nichts passieren. Ich gebe den ganzen Spiel noch 10 Minuten, dann ist der Schlüssel weg. Süß von dir. Ja, gell? Ich setz mich dann mal an die Präsentation. Ciao! Gutes Gelingen und so weiter und so fort. Wenn sie sich das nächste Mal meldet, ist der Schlüssel weg. Daniel! Morgen, sorry, ich habe deine Nachricht jetzt erst gelesen. Was ist los? Ich habe gehört, dass du erstmal eine Zeit lang bei unseren Eltern wohnst. Ja, zurück nach New York kann er ja wohl gerade nicht.
wenn er sich ja getrennt hat und die zusammen gewohnt haben. Ja und? Könntest du vielleicht Mama und Papa hin und wieder unter die Arme greifen? Ich frage mich nur, warum du Mama und Papa nicht unterstützt. Wir fragen mal höflich, ob er das machen kann. Das sagt dir der Richtige, du hockst doch nur zu Hause rum und verkriechst dich in deinem Selbstmitleid. Was ich mache, ist immer noch mein Ding. Jetzt reg dich nicht gleich auf, ich habe es wirklich nicht böse gemeint. Was ist nur mit dir los? Reiß dich mal zusammen, so kenne ich dich gar nicht. Er ist halt angepisst. Ich soll mich nicht aufregen? Nein. Ich habe auch eine Schwester verloren, nicht nur du. Okay. Aber, okay, bevor ich weiterlese, er hat auch eine Schwester verloren, aber er ist in New York gewesen, hat sich nicht die Mühe gemacht, herzukommen. Er ist ja nur gekommen für ein Treffen. Als die Schwester gestorben ist, ist er nicht gekommen. Und er hat sich auch nicht großartig darüber geäußert. Man ist jetzt nicht davon ausgegangen, es ist ihm scheißegal, aber er hat das halt ein. Er ist auf das Thema nie eingegangen. Der Konter kommt jetzt ein bisschen spät. Nur dränge ich mich dabei nicht in den Mittelpunkt, indem ich einen auf Psycho mache. Okay, er will gar nicht darauf hinaus. Ja, aber anscheinend hat mein Charakter das nicht so geil verarbeitet wie du. Im Gegensatz zu ihm war ich bei dem Unfall nämlich sogar live dabei. Bist du denn fair? Spielst hier den Samariter und tust nichts für die Familie. Es bringt nichts, so mit dir zu diskutieren. Meld dich einfach, wenn du dich wieder beruhigt hast. Gut, haben wir halt Streit mit dem Bruder. So, was willst du jetzt? Sorry, dass ich vorhin so pumpig reagiert habe. Okay? Aber das war erstmal ein übelster Schock für mich. Du hast mich ganz schön im Regen stehen lassen. Schon okay, freut mich, dass du dich meldest. Oh. Das hab ich, okay. Egal. Claro, es bringt dir nichts, wenn wir uns gegenseitig auch noch verrückt machen. Vorweg, die Polizei halte ich natürlich raus. Ja. Sollst du auch. Sonst gibt's Backenklatschen. Halt dich an die Spielregeln. Werd nicht unfair. Mir gerade ein Schaumbad gegönnt und dabei mal über alles nachgedacht. Es war so klar, dass jetzt ein Bild kommt. Ich wollte es gerade noch sagen. Guck, das sind die speziellen Bilder. Wie gesagt, es gibt nichts Interessantes zu sehen. Oder lieber noch ein Pick von meiner Katze. Ja. Danke, Lina. Aber hab jetzt andere Sorgen. Lass den Quatsch endlich. Dein Kätzchen ist süß. Aber das eine reicht. Du doof, Mann. Ich könnte die den ganzen Tag angucken. Aber egal, lass uns jetzt mal zur Sache kommen. Ja, machen wir. Also, wenn dein Stalker auch am Mord meiner Schwester beteiligt war, will ich dir helfen. Ich könnte bei dir vorbeikommen und wir planen unsere nächsten Schritte. Lass uns erstmal abwarten, was dieser Irre als nächstes plant. Dann überlegen wir weiter. Na schön, aber bitte halt mich auf den Laufenden. Mach ich, schreib dir, sobald bla bla Neues und so. Weißt du Bescheid. Klassiker Standardantwort. Mann, rat mal, was die Bits und Bytes mir gerade zugeflüstert haben. Die neuen Pokémon, was weiß denn ich? Ist es denn wichtig? Das müssen wir rausfinden. Ich habe mich noch ein wenig mit Hannah Feist beschäftigt. Okay, du glaubst doch nicht immer noch, dass sie Beweise manipuliert. Wart erst mal ab. Ja, dann mach doch nicht so eine lange Pause. Ich habe etwas auf dem Polizeiserver gefunden. Irgendwelche internen Ermittlungen gegen sie. Dann hatten wir vielleicht recht mit unserer Vermutung. Welche war das nochmal? Schaut so aus. Und wenn ich Zugriff hätte, könnten wir das sogar rausfinden. Dazu benötigst du jetzt jedoch Hackerstufe 2. Wieso ich? Er will das doch rauskriegen.
Der ist ja dreist. Naja, gut. Jetzt kommen wir aber mal zum Spielende. Geht jetzt 1:35. Ach, nicht zum Spielende, zum Partende. Ja. Also im nächsten Part geht's normal weiter. Ich hack das wie immer wieder auf Cam und dann geht's ganz normal weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann und ciao.